Tom Turbo, die Knickerbockerbande oder das Tigerteam. Wer kennt sie nicht? Die Kinderbücher von Thomas Brezina. 550 Romane hat der 55-jährige Wiener bisher für Kinder und Jugendliche veröffentlicht. Jetzt hat er sich auf ein auch für ihn eher ungewohntes Terrain begeben und einen Lebensberater für Erwachsene geschrieben mit dem Titel Tu es einfach und glaub daran. Und heute ist er bei mir im Studio. Herzlich willkommen, Thomas Brezina. Hallo, danke für die Einladung. Du hast 45 Millionen Kinder- und Jugendbücher mittlerweile, glaube ich, verkauft. Wahrscheinlich nicht jedes einzelne nachgezählt, aber wie kam es jetzt dazu, völlig sozusagen das Genre zu wechseln und einen Lebensberater für Erwachsene zu schreiben? Na, wie alles ist es im Leben auf mich zugekommen. Das Thema, wie man das Leben wirklich voll leben kann und auch mit Freude erfüllen kann und vor allem mit all dem, was uns da umgibt und was da rund um uns fliegt, gut umgehen kann, das hat mich immer beschäftigt. Ich habe das auch gebraucht für mein eigenes Leben. Das war ja doch ziemlich, bis jetzt, hat mich ziemlich gefordert, nennen wir es so. Und im vergangenen Jahr habe ich sehr bewusst begonnen, auf Instagram und auf Facebook Sachen zu posten, die immer mit Freude zu tun gehabt haben. Weil ich gesagt habe, ich möchte ein Gegengewicht setzen gegen all diese negativen Sachen, die das sind. Und da kamen unglaublich viele positive Reaktionen. Und dann habe ich erzählt über Dinge, die ich im Leben gelernt habe, die mir geholfen haben. Und das hat viele interessiert. Und dann hat mich ein Verleger gefragt, ob wir nicht alles in einem Buch aufschreiben sollen. Und wie alles, was auf mich zukommt, habe ich im Leben gesagt, ja. Jetzt gibt es ja Lebensberater sozusagen wie Sand am Meer. Also es gibt sehr viele davon. In wenigen Sätzen, wie weit unterscheidet sich dein Lebensberater von dem, was ansonsten noch so am Markt ist? Also, es ist so, ich erzähle in dem Buch Geschichten aus meinem Leben. Mhm. Aus meinem Alltag, aus meiner Kindheit, aus meinem Berufsleben, aus meinem Beziehungsleben, aus allem. Und dann erzähle ich, was ich gelernt habe, was hilfreich ist. Was ich ausprobiert habe, was mir wirklich genützt hat und warum mir das genützt hat. Das schlage ich vor. Und am Ende jedes Kapitels gibt es dann auch ein Tu es, wo ich einfach Vorschläge mache, wie es jeder umsetzen kann. Mhm. Ich will keine Ratschläge ergeben, weil das sind Schläge. Überhaupt nicht. Ich will einfach erzählen, was mir genützt hat, in der Hoffnung, dass das ein Beispiel für andere ist, zu sagen, ich probiere es aus und vielleicht nützt es mir auch. Das ist ja quasi auch das Motto bzw. der Titel, tu es einfach und glaub daran, klingt relativ einfach und banal. In der Umsetzung ist es dann doch nicht immer ganz so leicht. Du gibst das Beispiel vor aus deiner eigenen Vita sozusagen. Für jemand anderen ist es ja nicht immer ganz leicht umzusetzen. Gibt es da Tipps, wie man das schaffen kann? Es ist auch für mich nicht einfach umzusetzen. Ich glaube, das Wichtigste ist, man muss sich vor Augen führen, was ist mein Ziel? Mhm. Was möchte ich gerne erreichen? Und dieses Ziel muss ich einfach gerne erreichen. Und der Zweifel überkommt auch mich. Und das Unglaubliche ist, je mehr Bücher ich schreibe, desto mehr fange ich an zu zweifeln. Da muss man sich dann hinsetzen und sagen, auch einmal mit sich selber reden, sich selber auch einmal loben und das Ziel vor Augen halten. Und dann sagen, und das will ich jetzt schaffen. Und jetzt teile ich mir die Arbeit in Portionen ein und dann geht es Stück für Stück weiter. Das ist nicht immer einfach. Diese Stück für Stück, da empfiehlst du auch To-Do-Listen dazu. Ja. Auch ein nicht ganz neues Mittel, nicht jedermanns Sache. Unbedingt hast du da einen anderen Zugang zu diesen To-Do-Listen? Das klingt ja immer ein bisschen nach Arbeit, oder? To-Do. Ja, aber ich meine, Arbeit ist ja nichts Schlechtes. Nur was ich sage ist, To-Do, das klingt ja wie so Peitschenknallen. Und meine To-Do-List heißt heute zur Freude. Und warum? Weil ich sage, es ist doch großartig, dass ich das alles tun kann. Und wenn ich mir selber sage, jetzt gehe ich an die Sachen auch einmal mit einer freudvolleren Einstellung heran. Sie funktionieren leichter. Mhm. Ich schreibe bei allem dahinter eben, was ich wirklich tun muss. Ich teile mir das ein, auch bei Telefonaten, damit ich einfach, ich muss beruflich etliche Telefonate führen und nicht immer will ich sie führen, aber dass ich sie mit einem Lächeln beginne. Und dann hake ich alles ab und am Schluss des Tages sieht man, was man alles geschafft hat. Und auf meiner heute zur Freude-Liste steht immer auch, was die Belohnung ist, die ich an diesem Tag für mich vorgesehen habe. Da gibt es dann tatsächlich Belohnungen? Ja, natürlich. Die machst du dir vorher mit dir selbst aus? Ja, mache ich mir mit mir selber aus. Kleinigkeiten. Und die Listen, die kann man sich tatsächlich als Liste vorstellen oder hast du deine Excel-Tabelle oder tatsächlich ein Blatt Papier? Ich habe es früher in einem Buch gehabt, weil ich oft das Gefühl gehabt habe, ich tue nicht genug. Und wie ich dann gesehen habe, was ich ausstreiche, ist es viel. Heute habe ich es am Computer als Notizzettel. Und mir schreiben jetzt schon Leser, sie nennen ihre To-Do-List jetzt. Das schaffe ich. Wow, ja, super. So jetzt, was auch immer. Aber ich finde, es macht mehr Freude. Auch das geht vorbei. Das sind vier Worte, die in deinem Leben eine wesentliche Rolle spielen und, glaube ich, auch auf deinem Schreibtisch irgendwo stehen, habe ich gehört. Was hat es damit auf sich? Schau, diese vier Worte haben mein Leben verändert. Warum? Weil in schwierigen Situationen helfen sie dir, weil sie zeigen dir, es geht vorbei. Und wenn wir drinnen stecken, glauben wir das nicht. Aber es geht auch um die schönen Sachen im Leben. Wir gehen so achtlos durch vieles durch. Auch das geht vorbei. Genießen jetzt. Und darum finde ich diese vier Worte so unglaublich wichtig. Und darum stehen sie auf meinem Schreibtisch. Thomas Brezina, herzlichen Dank für den Besuch bei uns im Studio. Danke für die Einladung. Dankeschön.